Hallo Klickenabendler. Zahlenspiele gibt es einige aus dem Hause Haber. Ja, und es gibt natürlich auch eine App, die nennt sich Zahlenrabe. Hier sieht man das Startfenster entsprechend. Was übrigens sehr schön gelungen ist, ist diese Option. Das heißt, ich tippe jetzt hier auf die 4 und kann entsprechend hier eingeben, wie lange die Spielzeit des Kindes entsprechend sein soll. Also wirklich eine vorab schon mal tolle Option. Ja, etwas Zahlen kennen sollte man durchaus, wobei man hier natürlich, wenn man erst einmal anfängt, sich natürlich hier erst einmal durch diese Landschaft hier scrollt und entsprechend die Zahlen entsprechend genannt bekommt. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch hier unten kann ich entsprechend Zahlen auswählen. Das heißt, hier kann man sich einfach etwas durch die Landschaft tippen. Ansonsten wählt man im Startbildschirm natürlich erst einmal die Person aus, diejenige, die spielen soll. Und dann gehe ich zurück und wähle das Spiel aus. Und hier gibt es verschiedene Optionen. Es gibt zum einen die Möglichkeit, Schafe zu zählen, ja, mit dem Traktor Zahlen abzufeuern oder die Hühner entsprechend auf ihr Nest zu legen, um die vorgegebenen Zahlen zu erfüllen. Gehen wir einfach mal auf die Schafe entsprechend drauf. Dann sieht man auch hier die einzelnen Level, die hier aufgebaut sind. Jetzt nehmen wir einfach mal hier den ersten Bereich, ja, Level 2. Und hier wird mir angezeigt, was der Spieler machen muss. Das heißt, er muss 2 Schafe einkreisen, in dem Fall mit dem Tuch. Dann bestätige ich das. Und dann muss ich mit dem Finger hier das entsprechend abfahren. Ja, genau, das hat gepasst. Jetzt kommt natürlich entsprechend der Hinweis, jüngere Kinder, also in dem Fall 2, 3, 4-Jährigen, haben da etwas Probleme, sodass hier durchaus das Kind 5, 6 Jahre sein sollte, um entsprechend hier klar zu kommen. Dann gehe ich einfach hier zurück, dann zeigt man noch das andere Fenster, wie das aussieht bei dem Traktor. Hier haben im Prinzip jetzt jüngere Spieler weniger Probleme. Ich bin jetzt hier bei der Zahl 11 angekommen, das heißt, ich nehme entsprechend meinen Traktor, fahre entsprechend die Zahl ab, muss natürlich in diesem Bereich bleiben. Hier muss man durchaus dem Kind etwas Übung vermitteln. In dem Fall habe ich beispielsweise mit dem Finger das abgefahren, mit dem Kind zusammen das gemacht. Das hat auch super funktioniert. Ja, die dritte Möglichkeit zu spielen und damit die letzte, es sind im Prinzip die Hühner. Wie anfangs erwähnt, muss ich die Hühner auf das Nest legen. Dann nehmen wir einfach hier mal einen Anfangsoption oder ein Anfangslevel. Das heißt, ich habe hier meinen Huhn und setze das entsprechend auf diese Eier hier drauf. Und immer werden mir die Zahlen mitgezählt. Das funktioniert also sehr gut. Gehe ich einfach zurück zum Startbildschirm, dann sieht man nochmal die Optionen, die man hat. Natürlich Soundeffekte kann man ein- und ausschalten, die Suchoption und das Spiel. Ein sehr schönes, ein sehr schnelles Spiel, Zählspiel, was durchaus die Zahlen vermittelt. Also nicht nur die kleinen Zahlen von 1 bis 10, sondern es sind auch höhere Werte dabei. Ja, wer Lust an diesem Spiel Zahlenrabe gefunden hat, da sollte sich es ruhig aus, durchaus mal herunterladen und abhängig vom Kind zusammen, beziehungsweise nach Vorgabe das Kind einfach mal selber spielen lassen. Das war's, bis demnächst. Ciao, ciao.